Ja, schönen guten Tag zusammen. Kurzes, Tutorial-Video oder beziehungsweise Info-Video. Ich bin DaVinci Resolve-Nutzer und habe auch andere Videoschnittprogramme, aber ich komme mit DaVinci Resolve eigentlich relativ gut zusammen. Aber darum soll es eigentlich heute gar nicht gehen. Und zwar gibt es ganz viele Fragen zu DaVinci Resolve Import MP4. Doesn't work. Ganz, ganz viele User haben das Problem, dass die Datei nicht reinladen können in DaVinci Resolve. Und der nette A-Potty, kurze Werbung. Das ist dieser junge Mann von diesem Channel, den ihr auch mal vorbeischauen könnt, wenn ihr wollt, der A-Potty. Und meiner Wenigkeit, der Reflex. Wir haben zusammen quasi ja so eine Lösung gefunden. Wir wissen nicht, ob das bei jedem funktioniert, aber ich kann euch sagen, bei mir hat es funktioniert. Ich habe auch stundenlang gesucht und wo das Problem ist. Und zwar gab es zum Beispiel die erste Idee, es liegt daran, an der externen Festplatte, dass die Dateien nicht reingeladen werden. Ist vollkommener Quatsch eigentlich, bei mir geht es trotzdem. Und ich zeige euch das. Das ist eine externe Festplatte, wo ich meine gespeicherten Let's Plays oder Streams aufgenommen habe. Zum Beispiel hier die Spontan-Streams. Ich öffne die mal. Man sieht, es lädt ein bisschen länger, weil das halt eine externe Festplatte ist. Und ich starte auch direkt mal DaVinci, damit ihr seht, woran das liegt. Oder was für ein Fehler es geben kann, warum die MP4-Datei nicht angezeigt werden. Woran das liegt. Also, wie wir da einfach drauf, wir haben so viel probiert, weil ich lade das auch mit dem Leecher zum Beispiel runter, mit dem Twitch-Leecher von meiner Twitch-Seite und importiere dann quasi die Dateien in DaVinci und das ging dann auf einmal nicht mehr. So, ich nehme jetzt einfach hier mal ein neues Projekt. Ja, nenne das einfach mal Projekt 1 Create. So, fertig. So, dann habe ich hier mein DaVinci offen. Und das Problem war gewesen, ich zeige euch das mal, dass man hier zum Beispiel, ich nehme jetzt mal hier diese Datei, hier reinziehen will und zack, es passiert nichts. Hier, zack, kannst hier reinziehen, zack, es geht nicht. Zack, geht nicht. Zack, geht nicht. So, und das Problem ist gewesen, dann hieß es ja irgendwie der Codec und tralala akzeptiert das nicht und warum auch immer. Ich kann euch zeigen, woran es liegen könnte. Ob das bei euch funktioniert, weiß ich nicht. Das müsst ihr ausprobieren. Das Problem ist bei mir gewesen, ich habe hier Sondersymbole drin. Wie zum Beispiel die beiden. Ich mache die jetzt einfach mal weg. Zack. Und hier unten die beiden. Die mache ich auch weg. Zack, zack. Dann mache ich Enter und ziehe die Datei da rein. Und wie ihr jetzt seht, Don't Change, die Datei ist drin. Also, ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, ob das bei euch funktioniert. Bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert. Einfach Sonderzeichen entfernen, beziehungsweise solche Symbolik. Und dann erkennt ihr auch wieder die MP4-Dateien. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Und ich hoffe doch, dass ihr vielleicht damit weiterkommt, was MP4-Dateien reinladen angeht mit DaVinci Resolve. Und wünsche euch auf jeden Fall gutes Glück und vielen, vielen Dank fürs Reinschauen ins Video. Wie gesagt, nur ein kurzes Intro-Video. Und damit bin ich raus. Schaut einfach mal vorbei hier auf Twitch bei Reflex GER, Samstags, Sonntags immer um 18 Uhr. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.